die Briefwahlunterlagen. Wie packe ich sie richtig ein, damit sie gültig sind? Eine Wählerin oder ein Wähler hat einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Wenn der Brief mit den Briefwahlunterlagen eintrifft, können Wählerinnen und Wähler diesem einen Wahlschein und zwei Stimmzettel entnehmen. Außerdem noch einen blauen, einen gelben und einen roten Briefumschlag. Auf dem weißen und auf dem gelben Stimmzettel dürfen jeweils 5 Kreuze verteilt werden. Jedes Kreuz ist eine Stimme. Wie Sie die Stimmen verteilen, entscheiden Sie. Anschließend wird der weiße Stimmzettel in den blauen Umschlag gesteckt. Der gelbe Stimmzettel kommt in den gelben Umschlag. Die Briefumschläge werden verschlossen. Nun muss noch Ort und Datum auf den Wahlschein geschrieben werden. Dieser muss auch noch unterschrieben werden. Der Wahlschein wird gefaltet und kommt zusammen mit dem blauen Umschlag und dem gelben Umschlag in den großen roten Briefumschlag. Der rote Umschlag muss verschlossen werden. Erst dann darf man ihn bei der Deutschen Post oder im Wahlamt abgeben. Es wird keine Briefmarke benötigt. Achtung! Der rote Briefumschlag muss bis 18 Uhr am Wahltag beim Wahlamt angekommen sein. Sonst kann er nicht mehr für die Wahl berücksichtigt werden. Das Versandrisiko tragen die Wählerinnen und Wähler.